Gestern hat eine in der angelsächsischen Finanzwelt sehr bekannte Persönlichkeit einen, wie ich finde, sehr treffenden Satz gesagt, nämlich es gibt zu viel Liquidität und zu wenig Qualität. Genau das ist derzeit das Problem. Wir haben Exzesse gesehen in verschiedenen Assetklassen, ob im Kryptobereich, in anderen Bereichen. Und es ist vielleicht kein Zufall, dass schon unter der Oberfläche seit Mitte Februar, aber jetzt zuletzt nochmal verstärkt, eben diese Exzesse plötzlich ins Rampenlicht kommen und hier plötzlich Dinge so ein bisschen in Schieflage kommen. Aber schauen wir uns zunächst mal diese bekannte Persönlichkeit an, die ich meine. Es geht um Rick Rieder, Anlagechef des Giganten BlackRock, der bewegt also viele, viele Milliarden, wenn nicht Billionen. Und der hat gesagt, there's too much liquidity and there's literally no value in the markets today. Also es gibt zumindest bei vielen, in vielen Sektoren zu wenig Value, zu wenig Wert, zu wenig Qualität ist seine Aussage. Jetzt ist die Frage, ja, was impliziert das? Wir werden vorsichtiger, sagt er, weil wir schlichtweg sehen, dass normalerweise ja in einer Wirtschaftserholung die Zinsen steigen müssten, die Kapitalmarktzinsen, also zum Beispiel die Renditen für Staatsanleihen. Das passiert aber nicht, sagt er, und das ist sozusagen das Problem. Es gibt zu viel Liquidität, deswegen passieren Dinge, die nicht wirklich gesund sind, und dem kann man sich wahrscheinlich nur anschließen. Die Frage ist, sehen wir jetzt den Beginn eines Abbaus von Exzessen. Hier unten sehen Sie einen Artikel von CNBC, wo Experten sagen, naja, also viel wird da nicht nach unten kommen können, weil einfach das Umfeld ja nach wie vor extrem günstig ist für die Märkte, starke Wirtschaft, Notenbanken, die nach wie vor eben nicht aufs Bremspedal treten, aber manchmal kommt es anders, als man denkt. Ich hatte gestern schon ein bisschen versucht, die Dinge da auf den Punkt zu bringen, Sachen Margin Call, dazu gleich mehr. Dogecoin, vielleicht hier das Paradebeispiel. Dogecoin, eine absolute Nonsenswährung, die hat eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, ist als Joke erfunden worden, ist jetzt mehr wert als Ford oder als Kraft Heinz Ketchup-Hersteller. Und wenn man sich mal anschaut, es gibt 129,2 Milliarden Dogecoins schon im Umlauf. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist sozusagen Fiat hoch 25, weil es keine Limitierung gibt, anders als bei Bitcoin, bei Dogecoin. Das bringt all das so ein bisschen auf den Punkt. Schauen wir uns mal andere Krypto-Assets an. Binance Coin 3.819% in einem Jahr gestiegen. Dogecoin mit 15.720. Den Vogel abgeschossen. Bitcoin in Anführungszeichen nur 719, fast schon konservativ. Gold plus 4%, der Dollar-Index minus 9%. Ja, und Margin Calls waiting to happen. Da sind einige natürlich hochgehebelt in vielerlei Bereichen, ob im Kryptobereich, in anderen Bereichen. Und wenn da mal was schief geht, ich hatte das gestern in dem Video thematisiert, dann könnte es ungemütlich werden. Noch ist nicht viel passiert. Let's be clear, wir sehen den Dow Jones minus 0,7. Also auch der S&P, wo es richtig gekracht hat, das waren die Nebenwerte. Im Russell 2000, gut 2% ist es nach unten gegangen. Wenn wir uns mal anschauen, was gestern gut gelaufen ist, Utilities, Versorger, Real Estate, also diese defensiven Sektoren, Consumer Staples, Healthcare, alles was defensiv ist, ist vorne gewesen, und alles was letztendlich bei Reopening, bei Boom gesucht war, nämlich Financials und Energy, die haben das Schlusslicht gebildet, vor allem die amerikanischen Banken unter Druck, die ja zuvor sehr gut gelaufen waren, aber seit die Zahlen raus waren, die eigentlich sehr hübsch ausgefallen sind von den US-Banken, ist irgendwie die Party vorbei, vor allem weil das Lohnwachstum kaum vorhanden ist, das ist eines der Probleme, und die Renditen eben derzeit wieder fallen. Schauen wir uns mal die aktuelle Marktlage an, oben das Triple Q Nasdaq ETF, sehen wir hier dieses Doppelhoch, dieses Doppeltop. Es ist ein Doppeltop, große Frage. Dann sind wir jetzt erstmal runtergekommen. Unten sehen wir den S&P 500 aus diesem Aufwärtstrendkanal rausfallend. Möglicherweise versuchen wir da jetzt erstmal wieder an diesen Trendkanal uns ranzuhoppen. Charts hier von Michael Silver, by the way. Und hier hat eine Analyse ausgesagt, okay, die Market Internals continue to weaken. Und wir haben ja gesehen, dass der Breadth, also die Marktbreite, nicht mehr gestimmt hat. Immer weniger Aktien sind gestiegen, mehr Aktien sind gefallen. Gleichzeitig sind die Indizes weiter gestiegen, weil eben die marktschweren Werte die ganze Geschichte mit nach oben gezogen haben. Und in der nächsten Woche werden diese marktschweren Werte ihre Zahlen vorlegen, vor allem aus dem Tech-Bereich. Eine Apple, eine Google,
Die ganzen Dickfische werden in der nächsten Woche ihre Zahlen berichten und das wird natürlich ein absoluter Hingucker. Möglich sei es jetzt hier dieses Analysehaus, laut dieses Analysehauses, dass wir so um und bei auf 3950 gehen, dann wäre der Aufwärtstrend immer noch voll intakt, wäre also eigentlich eine normale Korrektur, aber wenn derzeit Korrekturen an den Märkten sind, dann ist das ja schon so außergewöhnlich, dass man es kaum glauben kann. Aber wir sehen in anderen Bereichen, da rumpelt es schon. Vor allem im SPAC-Bereich, ich hatte das zuletzt immer wieder angesprochen. Jetzt sehen wir, dass die durchschnittlichen SPACs 44% von ihrem 52-Wochenhoch entfernt sind. Vor allem Quantum Scope mit dem minus 77%, der beste mit dem minus 1%. Also da rappelt es ziemlich, da ist sozusagen hinter den Kulissen, kaum bemerkt von der Öffentlichkeit, schon eine Riesenblase geplatzt. Und das kann vielleicht auch für Cathie Wood gelten mit ihrem ARK Innovation. Ihre Top 10 Holdings, schauen wir uns mal an, wie weit die unter ihrem Hoch sind. Tesla mit noch am besten mit minus 19% Square, aber dann eben auch Teladoc oder Baidu mit minus 39%, Zoom minus 44%, also da hat es ein bisschen was gerappelt bei Cathie Wood. Da ist vielleicht eben das Potenzial für Enthebelung vorhanden. Das wäre zumindest nicht so fürchterlich überraschend. Jetzt hat das Wall Street Journal einen interessanten Artikel gebracht, wo man einen Fonds entlarvt hat, einen Aktienfonds, der definitiv falsch bilanziert hat. Da sind Dinge drin, die mathematisch gar nicht sein können, so das Wall Street Journal. Da sind offenkundig Zahlen erfunden worden. Wir erinnern uns an Archegos, da sind keine Zahlen erfunden worden, aber da war einfach zu viel Hebelung. Andere erfinden vielleicht ihre Zahlen. Kürzlich ist ja Bernie Madoff gestorben, der Urvater der Innovation, des innovativen Zahlenwerks, könnte man sagen. Also hier interessant, da könnte gleich das nächste Unheil eines anderen Funds drohen mit 1,6 Milliarden Portfolioverwaltung und Unheil gestern auch für die Netflix-Aktie, Netflix, wie mein jüngster Sohn immer sagt, der ist hier gestern, die Zahlen waren okay, was Gewinn pro Aktie anging, aber das interessiert eh keinen, sondern das Nutzerwachstum ist das Entscheidende und hier ein sehr pessimistischer Ausblick von Netflix, die Aktie dann nachbörslich fast 10% nach unten gekommen. Und jetzt vielleicht zu diesem ganzen Komplex Liquidität, Inflation etc. Wir haben jetzt die Nachricht, dass Procter & Gamble seine Preise anheben wird im September. Also praktisch der größte Konsumgüterhersteller der Welt, kann man sagen. Von, was haben die alles, Gillette und so weiter. Also rasieren und so. Also jedenfalls ist das natürlich schon jetzt wirklich eine Ansage. Das wird auf breiter Front der Fall sein. Man argumentiert, ja, es sind die gestiegenen Rohstoffpreise. Wir sind zwar abgehedged, müssen aber trotzdem jetzt agieren. Wir haben deutlich höhere Rohstoffkosten und Transportkosten, so der Chef von Procter & Gamble. Schauen wir uns mal hier zum Beispiel auch die Autopreise an, nämlich gebrauchte Autos in den USA, sehen wir massive Anstiege jetzt alleine in den ersten 15 Tagen des April. Also jetzt diesen Monat im Vergleich zum März sind da die Preise um 6,8% gestiegen durchschnittlich. Das nennt man dann fast schon Inflation. Zuvor hatte ja schon Coca-Cola gesagt, die Preise anzuheben aufgrund der höheren Kosten für Rohstoffe. Und jetzt hat sich Shiromi nochmal zu Wort gemeldet und hat gesagt, ja, also ein bisschen überschießende Inflation, das wäre schon okay, aber ein deutliches Überschießen, das werden wir nicht tolerieren, gell, weil wir haben die Tools, wir haben die Werkzeuge, ja, ne? Also vielleicht kann die Fed dann ja die Firmen zwingen, die Preise wieder zu senken, das wäre das effektivste Werkzeug, was man da hat. Was sollen sie denn machen? Sollen sie die Zinsen deutlich anheben? Wer soll dann die Schulden noch refinanzieren können? Das ist die Frage. Also hier dieses Mantra, vielleicht auch diese Hybris, dieser Größenwahn der Notenbank, der Notenbanken insgesamt, die glauben, sie könnten sozusagen den Geist wieder in die Flasche drücken, wenn er denn mal aus der Flasche raus ist, hochproblematisch die ganze Geschichte. Schauen wir uns hier mal die Defizite an der verschiedenen Staaten, die sie in Relation zum BIP gemacht haben. Da sind die USA ganz klar vorne. Das ist hier von links nach rechts blau bis grüne 2019, 2020 und 2021.
Und wir sehen da, die Eurozone, die ist da noch am Vergleich am wenigsten krass in Sachen Schuldenaufnahme. Die Amerikaner am krassesten vor Japan und der UK. Und abschließend noch in Sachen Inflation auch hier Lumber gestern deutlich unter Druck gekommen. Also Bauholz, da gab es ja praktisch seit März keinen einzigen Tag, der negativ war für Lumber Futures. Gestern aber dann ein ziemlicher Wackler nach unten. Das hat richtig gerockt. Wir hatten jetzt, glaube ich, 17 oder 18 Handelstage in Folge keinen Verlust. Und abschließend noch eine interessante Grafik hier. Die Todeszahlen in Sachen Corona 2021 dürfte da deutlich steiler werden als 2020, trotz Impfungen. Aber diese Impfungen, das sieht man hier, in England und Wales, die senken die Todesrate massiv, gerade in diesem Bereich über 85. Da ist jetzt seit die Impfungen in UK der Fall sind, die Todesquote deutlich gesunken. Ja, das dürfte uns begleiten, diese Corona-Geschichte. Aber es wird vielleicht dann irgendwann nicht mehr so das Problem. Gleichwohl, die Märkte sind euphorisch, sind derartig übertrieben teilweise in manchen Sektoren exzessiv unterwegs, dass da einfach mal ein reinigendes Gewitter her muss. Wie weit das den Gesamtmarkt betrifft, muss man sehen. Allerdings ist die technische Situation doch ein bisschen angeschlagen. Wie gesagt, wir können durchaus jetzt eine Erholung sehen. Ich hatte den S&P gezeigt, wie er dann von unten nochmal an die gebrochene Aufwärtstrendlinie gehen kann. Aber da würde ich dann den nächsten Rücksetzer erwarten wollen. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Start in diesen Mittwoch und sage Servus und Ciao.